weit weg zu gucken, wenn das Gute doch so nahe liegt. Ich würde sagen, ich sniper sie weg, aber befinden sich momentan sehr ungünstig in meinem, nicht in meinem Schussfeld. Shotgun. Für den Extragang Schrot. Schrot, was auch immer. Best, man hört mir gar nicht zu, während ich rede. Dann rede ich nämlich nicht so viel Unsinn, wenn man mir nicht zuhört. Ich schlag dich jetzt einfach mal nieder, Kleiner. Wo kommen denn die Leichen überhaupt alle her? So viel habe ich doch gar nicht erschossen gehabt. So, was hast du alles dabei? Ich muss noch einen Platz machen für eine Waffe. Ist die gut? Nee. Super, ich könnte natürlich auch Munition rauswerfen. Das heißt, das Problem ist, ich weiß nicht, ob ich Munition nochmal brauche irgendwann. Dann muss ich sie wieder teuer einkaufen. Was war da denn drin? Oh. Mehr Munition, hey. Ah, scheiße, wenn ich da mich hinstelle, komme ich nicht um die Leichen rum. Der kommt jetzt da rein, oder? Ja. Nein, falsche Waffe. Nein! Mann! Zieh doch einfach deine Faust. Oh, ich schaff's nicht rechtzeitig. Ich schau einen Scheißdreck schon wieder. Ja, jetzt komm. Ach komm! Das muss doch so schaffen sein. Moment, kann ich mich nicht irgendwie hier aufstellen? Wie mache ich denn das? Darfst du nicht irgendwelche Tasten? Tastenbelegung. Schleichen. Einfaches Gehen E. X. X. Geht natürlich nicht mit Esk. Das wäre auch zu einfach. Dann? Ja, der läuft weg und er schießt mich gleichzeitig. Willst du mich verarschen? Ich hab schon kapiert, ich schaff's nicht. Arschloch. So. Ja, aber nur so eine Kackwaffe. Ich wünschte, da wird noch ein Geldwert dabei stehen. Dann könnten wir besser aussortieren, was wertvoll ist und was nicht. Reparieren, komm. Ob Pornomagazin irgendwas Wertvolles sind? Ich glaube eher nicht so, ne? Super, das heißt, ich weiß auch nicht, ob diese Ringe irgendwas wert sind. Hallo? Durchsuchst du mal den anderen Typen? Ich weiß natürlich nicht, welchen ich wie durchsuche. Okay, ich tausche die Weste schon mal gegen die Weste aus. Das ist, obwohl die Weste ist das so viel wert, obwohl die ist beschädigt. Ja, mehr als eine Silberkette ist auf jeden Fall wert. Welchen Beschädigkeitsgrad hast du? Ach, du bist komplett am Arsch. Na, das ist doch schön. Wo ist er denn? Da ist er doch. 0%, hey. Das gibt's doch gar nicht. Eine Kalaschnikow für 0%. Doch technisch gar nicht möglich, oder? Ich habe schon wieder nicht genug Kraft, ich glaub's nicht. Bin ich nicht nett zu ihnen, ich repariere ihnen ihre Waffen. So, wo haben wir denn jetzt da? Gut so, reparieren. So, ich muss dann gleich mal kurz eine kurze Unterbrechung machen, um etwas zu Configuration tun. Ich muss jetzt erstmal die Waffe wechseln, glaube ich. Nö, glaube nicht. Doch, glaube schon. Ja, doch, war schon eine gute Idee. Schnauze!
Es gibt eine aus dem Maul. Baul. So, was hast du denn noch Schönes dabei? Eine Kalaschnikow, die nehme ich mit. Und die Munition nehme ich natürlich auch mit. Ich habe ja noch nicht 2 Milliarden Schuss. Sind noch nicht genug. Könnte sein, dass ich irgendwann mal in den Ruhestand gehen muss. Und dann brauche ich viel Munition im Ruhestand. So, dich kann ich jetzt nicht mehr mitnehmen, wie ich das jetzt so sehe. Ne? Dann nehme ich das Silberkettchen noch mit. Oh, Granaten, da gucken wir auch noch mal rein. Stehen wir auf hier. Dann gucken wir da auch mal rein. Ne? Gucken wir mal rein. Oh, das sage ich nicht, die haben wir wieder aufgerüstet. Auch noch so eine Weste. Oh, die Weste ist jetzt mehr oder weniger wieder so ein Maschinenpistolen-Gewehr-Dingens. Boah, das reicht nicht mal. Boah, ich muss Kraft noch mal hochskillen. Haben die es jetzt gehört oder was, wie ich die Waffen abgelegt habe? Das kannst du mir jetzt nicht erzählen, dass sie das hören. Wie viele Erfahrungspunkte brauche ich denn noch? Zu viele, toll. Aber die Westen sind halt sau teuer und auch sau gut, ne? Praktisch, wenn ich den von hinten niederschlagen könnte. Wenn ich es denn kann. Ich komme also seitlich auf ihn zu. Vielleicht auch nicht. Ich komme nicht seitlich auf ihn zu. Wie ich feststellen durfte. So, was haben sie denn hier bei den Granaten noch drin? Kleine Granate nehme ich noch mit. Die passt dann doch noch rein. Hallo. Ganz leise. Oder ist noch einer? Ach, naja. Er dreht sich natürlich sofort um. Wie hätte es auch anders sein sollen. So, ich müsste mehr tragen können. Ich kann 101 tragen. Was auch immer 101 sind. Gucken wir mal, ob ich ihn niederschlagen kann. Oder ob er mich sieht. Mist. Na also. Bin mal wieder überladen, ja. Ist jetzt nichts Neues, wo ist denn jetzt das Kacke-Wehr, ey? Ist das schon entladen oder was? Ach, da ist es doch. Ja, ist tatsächlich schon entladen. Ja, toll. Ich bin absolut ein Tragelimit. Muss ich mal überlegen, ich kann über 100 Kilo mit mir rumschleppen und kann zu wenig tragen. 300, ich brauche noch 200 Erfahrungspunkte, ey. Fuck, wir hatten da jetzt eben rumgeballert. Und vor allem mit was? Klingt mir so stark verdächtig nach Maschinen. Nein, hier gibt es nichts zu reparieren. Also nur entladen. Waffe ganz schnell wechseln. Waffe aus Koffer werfen. Weggehen. Hui. Ja, hier rausgehen wäre jetzt natürlich richtig schlau. Deswegen mache ich es auch. Nein. Ich bin natürlich voll schlau, Alter. Deswegen gehe ich hier raus. Yeah. Guckt, wie ich hier rausgehe. Passt mal auf. Ja, yeah. Jetzt gehe ich hier voll raus. Yeah, ich bin voll rausgegangen. Habt ihr es gesehen? Habt ihr es gesehen, wie ich rausgegangen bin? Habt ihr es gesehen? Ja, so geht schon ein echter Mann. Geht so raus. Nur so ein echter Mann geht hier so raus. So, gibt es hier irgendwie noch irgendwelche erweiterten Ziele jetzt? Ich weiß nicht. Ich glaube, zweimal. Also mit der einen Mission jetzt. Also die erste. Nee, die Mission im Hafen war auf jeden Fall eine, wo ich sekundäre Mission jetzt erfüllt habe. Und ich weiß nicht, die eine Mission. So. Wir laufen mal wieder. Na komm schon, wieso kann ich denn die nicht ausnehmen? Hallo? Hallo?
Hallo! Lässt sich nicht ausnehmen. Geht nicht. Toll. Dolle Wurst. So, ist hier noch irgendwas? Nein, hier ist nichts mehr. Scheide. Scheidendreck. Klang nur irgendwie komisches Laufgeräusch. Ich hab schon wieder gedacht, es schießt schon wieder einer auf mich, aber auf mich schießt doch keiner. Hoffe ich zumindest mal, dass auf mich keiner schießt. Keiner einer schießt. Und da ist er tot. Ich glaube, da kommt schon den ganzen Haufen Ärger auf mich zu. Ja, tut es. Oder auch nicht. Das weiß ich nicht. Nur der Ärger läuft wieder weg. Ich habe hier runde Autoreifen mit ganz vielen Ecken. Mit 2, 4, 6, 8 Ecken. Runde Reifen mit 8 Ecken. Ach, Scheiße. Meine Panzerung ist schon wieder. Oh, jetzt kommt es aus zwei Richtungen. Ja, das geht. Ja, toll, dass zwei Richtungen angreift. Wie feige ist das denn? Mache ich auch nicht. Das hat nichts damit zu tun, dass ich nur alleine bin. Gar nichts. Schützengewehr. Warten. 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 Über die ganze Map schießen. Warten. Perfekt. Kommt noch einer oder war es das dann erstmal? Ich könnte mal wieder so speichern. Nee. Warten. Warten. Komme ich da überhaupt so rum? Jetzt ist auf der anderen Seite kein Schwein mehr, ne? Nicht so wirklich, ne? Oh nein, nicht schießen. Jetzt laufen sie wieder runter. Ich komme hier wohl nicht durch, ohne ganz viele Leute zu erschießen. Dann machen wir das mal stylisch. So wie man das als Scharfschütze halt so macht, ne? Wir stellen uns auf diesen Panzer, was schon mal nicht funktioniert. Moment, kann ich doch diesen. Ich kann doch diesen Turm hoch? Wenn das wohl was bringt? Oh man. Das bringt mir glaube ich gar nichts. Oder? Ja, ist außerhalb meiner Reichweite, ne? Ich kann ihn anvisieren, aber er bleibt ja nicht stehen. Jetzt kann ich ihn nicht mehr anvisieren. Toll. Hey, jetzt sind sie wieder alle da unten. Was zur Hölle macht denn ihr da? Entweder oben oder unten. Entscheidet euch. Aber rennt nicht ständig rauf und runter. Das nervt. Vor allem mich nervt das. Okay, packen die Schuhfinde da raus. Und laufen eine Runde normal. Und laufen 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 noch ein bisschen. Warum kann ich nicht einfach hier abhauen? Das wird's doch genauso tun. Also bitte. Nein, die ist auch in Ordnung, muss ich nicht separieren. Schade. So, die hat noch keine Abnutzungsspuren, das heißt, ich kann sie auch. Ich glaube, der eine hat mich gehört und kommt jetzt gleich. Vielleicht tut er auch nur so. Meine Weste gibt bald. Oh, ich habe noch mehr Westen. Ne, der hat mich scheinbar nicht so wirklich gehört. Der tut nur so. Das heißt, kann ich an dir problemlos weiterlaufen.
Der hat eine Armbanduhr, eine Armbanduhr, eine Armbanduhr. Er hat eine Armbanduhr, Armbanduhr, Armbanduhr. Und ich singe jetzt die ganze Zeit Armbanduhr, Armbanduhr, Armbanduhr. Oh, ich kann sogar Dinge rüberlegen, während ich repariere. Sehr gut. Tschüss. Ich bin immer noch zu überladen. Von was da? Von der Munition natürlich. Tschüss. Na, fehlt noch ein paar Erfahrungspunkte, fehlen mir noch so ein Ärgernis. So ärgerlich. Vielleicht schaffe ich es ja. Vielleicht. Vielleicht. Vielleicht, 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 vielleicht. Klopf, klopf! Ja, yeah, gib mir noch mehr Stärke. Ich bin nämlich noch nicht stark genug. 110. Oh, 10 ist Maximum. Schön, gut zu wissen. So. Ist da drin jetzt vielleicht was? Jetzt vielleicht was? Nein. Ich sollte vielleicht mal wieder auf eine Waffe wechseln, die ich auch benutzen kann. Was? Ich komme da jetzt nicht hoch. Untersteht euch. Das kleine Sandpack drücken wir uns gleich mal rein. Was soll ich denn mit der Waffe? Ist viel wertvoller, denke ich mal. Ich habe natürlich keine Ahnung, ob die wertvoll ist oder nicht. Nee, ich will eigentlich diese Waffe aufsammeln, aber ich glaube, das geht jetzt nicht mehr. Ah! Oh, Spielstand speichern. Den könnte ich wieder fäusteln. Beim Fäustling. Das sieht jetzt nämlich gleich die Leichen. Ignoriert es halt mich. Oder ignoriert auch die Leichen. Und? Was zur... Bist du mich verarschen? Ich bin voll in die Fresse getreten. Von hinten. Der kann nicht mehr leben. Das geht nicht. Faust. Lass uns Schein, Schere, Papier spielen. Psst, leise. Wir verfolgen den Feind. Na also. Halt. Wirf die billige AK raus und nimm die bessere mit. Mehrere Missionen hintereinander sind nicht gut für mein Inventar. Hat hier nicht noch irgendeinen Health Pack gehabt? Nö, aber noch mehr Munition. Für den Fall, dass mir die Munition ausgeht, ne? Könnte ja mal passieren. So. Was soll ich denn dafür raus? Hey, ich hab ein Messer. Weg damit. Ah, boah. Aber wenn ich jetzt schon Maximalwert habe, kann das Spiel nicht mehr so lang dauern, oder? Keine Ahnung. Werden wir dann sehen. So, hatte da nicht noch. Oder war das der da unten, wo noch ein Health Pack hatte? Irgendeiner hatte noch ein Health Pack gehabt. Bin mir sicher, irgendeiner hatte noch ein Health Pack. Hattest du noch ein Health Pack? Nein. War das ein Messer? Damit könnte ich mich operieren und auch heilen. Ja, natürlich, natürlich. Natürlich geht das. Das geht natürlich. So gar nicht. Speichern. Zurück zum Spiel. So, dann laufen wir mal hier und da und dort und sowieso überall. Wer hat denn das Tor überhaupt aufgemacht? Wo muss ich überhaupt genau hin? Ich muss. Ich habe keine Missionsziele, was? Och, ich habe wieder keine Mission mehr. So, will ich nochmal in dieses Haus da gehen? Ich weiß nicht so genau. Sieht es da unten aus? Sehe ich den Generator? Hey, ich könnte ihn wieder anschalten. Keine Ahnung, ob mir das irgendwas bringt, aber ich könnte es theoretisch tun. Was habe ich denn jetzt für Framerate-Einbrüche hier? Ich laufe mal lieber weiter.
Ich laufe schnell um die Ecke. Schnell neue Aufnahme starten. Ja, das war geplant. So hatte ich das vor. Wie nämlich immer durch die Wände erschießen können. Gleich kommt auf der anderen Seite noch einer. Boah, komm! Ich will mich immer durch die Wände erschießen, das ist der Hass. Hast du jetzt davon, dass du mich durch die Wand erschossen hast? Ich fürchte leider, es wird gleich zu einem nicht so schönen Ende kommen. Ja, kannst du vergessen, ich bin gleich wieder tot. Da kommen noch 2 Milliarden weitere Gegner gleich. Ach komm! Ich falle immer tot um und die heiter weiter. Ach! Funktioniert's nicht mehr. Was soll denn der Mist? Was passiert aber, wenn ich dann nicht schieße? Vielleicht sieht er mich ja nicht. Ich ziehe jetzt erstmal den Leib. Nein, er sieht natürlich mich. Kotzen. Die war gekonnt, hä? Die war gekonnt. Er war eben übrigens verwirrt, wo die herkam. Muss man die Weste austauschen. Was? Woher schießt der jetzt schon wieder? Schon wieder durch den... Oh. Ja, so.